Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Verkostungsvideo hier von meiner Bar. Heute dreht sich's allerdings nicht um Whisky, sondern wir machen einen kleinen Abstecher nach Frankreich und probieren dort den Cognac of the Year 2023, nämlich von Frappin den Château Fompinot XO Cognac. Vermutlich werden sich einige von euch fragen, Cognac, was ist denn das überhaupt? Hier gibt's doch sonst nur Whisky. Cognac hat mit dem Whisky relativ viel gemeinsam. Der Grundstoff ist zwar kein Getreidealkohol, sondern ein Weinbrand, aber eine gewisse Fassreifung muss vorhanden sein. Außerdem ist Cognac regionsspezifisch geschützt. Heißt, die Trauben für unseren Weinbrand dürfen ausschließlich aus der Region Cognac in Frankreich kommen. Dazu zählen einmal die Grande Champagne, Petite Champagne, Borderie, Fumbon, Bonbois und Bois Ordinaire. Und für die Fassreifung eines Cognacs gibt es 4 Alterskategorien, in die unsere Cognacs eingestuft werden können. Einmal haben wir den VS-Cognac, also klassisch 2 Jahre, mindestens 2 Jahre im Fass gereift. Dann haben wir WSO oder VSOP-Cognac. Den kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Hennessy ist ein ganz, ganz bekannter Vertreter. Der muss mindestens 4 Jahre in einem Fass reifen. Dann haben wir XO-Cognac, also schon ein bisschen im höherpreisigen Segment. Da muss der Cognac mindestens 10 Jahre alt sein. Und dann haben wir XXO-Cognac. Da muss der Cognac mindestens 14 Jahre im Fass gereift sein. Das Besondere hierbei und auch die Verbindung zum Whisky: die Altersangabe ist die jüngste Altersangabe. Heißt, beim Cognac haben wir eine sogenannte Assemblage, also beim Whisky Blend. Also die Zusammensetzung aus verschiedenen Fässern, die später zu einem Cognac vermählt werden. Und hier muss für diese Altersangabe, also VS, VSOP, XO, die jüngste genutzte Fassreifung angegeben werden. In unserem Fall haben wir ein absolutes Premium-Produkt. Der Château Fompinot XO Cognac kommt aus der Grande Champagne, dem bekanntesten Weinanbaugebiet der Welt. Noch spezieller ist, dass er hier die Bezeichnung Single Vineyard, also eine einzelne Lage, ein einziger Weinberg, der hier an Trauben für den Cognac verwendet wurde, trägt. Außerdem hat er die Bezeichnung XO, heißt mindestens 10 Jahre im Fass gereift. Die Angabe, die der Herstellende macht, sind sogar 15 bis 20 Jahre alt. Die Herstellenden, das sind die Besitzenden vom Château Fompinot in Frankreich, die inzwischen in 20. Generation als Winzer und Winzerinnen tätig sind. Und unser Cognac ist ganz frisch ausgezeichnet. Denn im Januar wurde er zum Cognac of the Year 2023 bei den Meininger International Spirits Awards gekürt. Zu den Eckdaten: wir haben einen mindestens 10 Jahre im Fass gereiften Cognac. Er kommt mit 41 Volumenprozent Alkohol daher, wurde natürlich nicht gefärbt und kostet um die 85 Euro für 0,7 Liter. Bei der Farbe würde ich sagen, handelt es sich um ein dunkles Bernsteinfarben, fast schon ins Bräunliche gehend. So stelle ich mir ehrlich gesagt einen absolut typischen Cognac vor. In der Nase passiert hier wahnsinnig viel. Wir haben einmal leicht florale, blumige Anklänge. Dazu kommt eine schöne Vanille, die sich durch alles durchzieht. Kandierte Früchte, ein bisschen was Beeriges. Und dann kommt so eine schöne Aprikosen-Nuance mit so einem, ja, mit so einer ganz leichten Nuance von Orangenschalen. Wie wenn man Orangenschalen so leicht darüber ausgedrückt hätte. Oh, das setzt sich im Geschmack fort. Es fängt an mit so einer schönen, frischen Fruchtigkeit, leichte Zitrusnuancen, ein bisschen was Blumiges. Und dann wird es immer intensiver über Aprikosen bis hin zu etwas dunkleren Früchten. Und dann kommt so eine schöne Würzigkeit, die auch richtig schön lang am Gaumen bleibt. Und oh, ich kann immer noch so leichte Beerennuancen in Verbindung mit so einer, ja, Eichenholzwürze schmecken, also wirklich, da hat man wirklich lang was von. Was halte ich also abschließend vom Cognac des Jahres 2023? Ich muss ehrlich sagen,
Der gefällt mir ganz schön gut. 85 Euro, das ist schon eine Hausnummer, aber wer sich mal so ein bisschen im Cognac-Preissegment umschaut, klar gibt es billigeres, aber man kann natürlich auch für ein XO deutlich mehr Geld über den Ladentisch wandern lassen. Ich muss zugeben, gefällt mir wirklich gut. Ist ein sehr, sehr schön hochwertiger Cognac. Man schmeckt diese Hochwertigkeit, man merkt, da wurde sich wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht, auf was für eine Geschmacksreise möchte man da gehen. Und es ist genau das, was ich mir erwartet habe. Es ist ein Cognac, mit dem ich mich abends in den Ohrensessel setzen kann und einfach 15 bis 20 Minuten mich wirklich nur mit diesem Getränk beschäftigen kann und immer wieder neue Nuancen auf der Zunge, in der Nase entdecken kann. Das war's schon wieder mit meiner klitzekleinen Verkostung. Diesmal mit dem Château Fompinot Cognac XO von Frappin. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Hat euch überhaupt gefallen, dass ich hier auch mal Cognac mit reingenommen habe? Oder soll es vielleicht auch mal ein Rum sein? Schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend, Tag oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Sage Cheers und bis zum nächsten Mal.